Ja, hallo mal wieder zu einem relativ spontanen Video. Wir haben heute den Mittwoch vor Ostern und ich bin heute ganz spontan mal mit dem Zug gefahren, wieder ins Unstruttal. Ich habe heute eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber ich habe die Zeit im Zug zum Arbeiten eingeplant. Ich mache das ganz gern mal, wenn ich Zeit habe, dadurch, dass ich den ÖPNV ja kostenlos nutzen kann, dass ich mir dann was zum Arbeiten mitnehme und mich in den Zug setze. Und weil das Wetter aber so schön ist, habe ich mich jetzt hier spontan entschlossen, 3-4 Kilometer mal in der Unstrut vom Bahnhof zum nächsten Bahnhof zurückzulaufen sozusagen. Und habe auch keine Kamera mit, weil ich das gar nicht eingeplant hatte. Ich versuche es jetzt mal mit dem Handy, ich hoffe, das funktioniert. Jedenfalls ist hier heute herrliches Wetter, die Bäume blühen alle hier im Tal, am Wasser und es sind auch schon die ersten Tourenradler unterwegs. Man bekommt richtig Lust, wieder rauszugehen. Genau, ich denke, ich werde das dann zusammenschneiden, ein paar Fotoimpressionen jetzt hier von unterwegs, die ich gemacht habe, mit noch einigen Aufnahmen vom Osterwochenende. Da haben wir nämlich mit der Familie den einen oder anderen Ausflug geplant. Das sind alles keine großen Touren, die einen eigenen Tourenbericht in Videoform rechtfertigen würden, aber vielleicht wird es wieder so ein ganz nettes, zusammengeschnittenes Video eben mit so einfach ein paar Impressionen von einem hoffentlich schönen sonnigen Osterwochenende. Genau, ich werde jetzt hier ein bisschen Pause machen und dann weiterlaufen zum Bahnhof und dann wieder fleißig arbeiten. Heute zum Karsamstag, oder sagt man Ostersamstag oder Karsamstag? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist Karsamstag, ne? Ostern ist ja eigentlich erst dann der Sonntag. Sind wir mal wieder bei den Seen hier, beim Moritzsee und beim Grillensee in Naunhof. Genau, und wir waren ja zuletzt hier, da war der See noch halb zugefroren. Ist vielleicht auch ganz schön, einfach jetzt mal ein paar Impressionen hier im Frühjahr von dem gleichen Ort zu haben, der schon immer mal im Video zu sehen war. Genau, wir werden hier ein bisschen mit der Familie jetzt um die Seen rumspazieren und da gibt es jetzt ein paar Impressionen hier. Heute dann wieder zum Ostersonntag. Heute ist Sabine auch mit, die hat gestern noch gearbeitet. Und heute sind wir mal wieder im allseits bei uns beliebten und bekannten Wald Steinberg.
und genau, laufen mal wieder unseren üblichen Osterspaziergang durch den Wald. Wir werden auch Ostereier werfen, wie immer. Wir haben es ja, ich glaube, letztes Jahr mal ausführlicher im Video gezeigt. Genau. Das heißt, heute hier im Osterzusammenschnitt auch nur einfach ein paar Impressionen vom heutigen Tag. Wetter ist wieder ganz toll, super warm, sonst sonnig. Und ja, wir laufen jetzt hier durch den frühlingshaften Wald. Ja, und unsere Osterimpressionsreihe endet heute hier am Ostermontag. Und zwar mit ein paar Eindrücken noch aus Altenburg. Wir sind heute die Großeltern in Altenburg besuchen nochmal und genau, machen einen kleinen Spaziergang hier gerade zum Schloss und zum Schlosspark. Und ja, damit endet, wie gesagt, unsere kleine Reihe von Osterimpressionen dieses Jahr. Wie gesagt, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal dann. Und frohe Ostern. Frohe Ostern.